willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch gerne die Süßen hier zeigen. Und zwar Paperclips als Schüttelelement. Na, Fokus jetzt. Ja, und bin gerade dabei, deswegen sieht sie auch so ein bisschen sehr chaotisch aus, die zu machen und habe gedacht, ach, ich mache die Kamera an und nehme euch einfach mit. Und dann würde ich sagen, los geht's auch schon. Und zwar habe ich mir eine Stanze rausgesucht, die heißt schon ewig, fragt mich nicht, von wem die ist. Das ist auch quasi extra für so einen Shaker oder 3D-Teil zu basteln. Ja, da habe ich mir jetzt hier ganz oft dieses Mason Jar mit Loch ausgestanzt, was ich dann übereinander klebe oder wir jetzt übereinander kleben. Ich habe mir auch hier schon einen vorbereitet und einer liegt hier noch rum. Allerdings hatte ich jetzt vor, nochmal einen Pinguin zu machen und dann die anderen zwei so Halloween-mäßig zu gestalten. Also da macht sich dann natürlich Flüssigkleber am besten. Ihr könnt das auch, wenn ihr ein größeres Shaker-Stanzenteil habt oder ihr euch das per Hand ausschneidet, könnt ihr natürlich auch doppelseitiges Klebeband nehmen. Das geht natürlich wesentlich schneller, als wie jetzt hier jedes einzelne Teil übereinander zu kleben. Ich denke mal, ich mache das jetzt bloß hier einmal mit euch, weil ich hänge sonst auch immer mit dem Kopf so drüber. So richte mir das hier so aus. Meine Hände sehen auch ganz schlimm aus. Da ist schon überall der Kleber dran. Ne? Aber ja, so ist es nun mal, wenn man bastelt. Heute habe ich auch gar keine Ringe um, das ist so heiß. Ja, habe auch das Gefühl, meine Hände sind irgendwie angeschwollen. Aber gut. So, dann richtet man sich das aus und dann klebt man halt so, ja, je nachdem, wie dick ihr das haben wollt, was ihr für Schüttelelemente reinmachen wollt. Ich habe jetzt immer 10 Stück übereinander geklebt. Hier habe ich auch schon gleich die Folie eingeklebt gehabt bei dem. Da habe ich den hier genommen für die Folie und für die, jetzt hängt es da so ein bisschen dran, habe auch Fäden drauf. Na, sehr ganz toll, das war jetzt nicht der Plan. Kriege ich das ab? Ich weiß, wie ich es abkriege. Wenn ihr sowas mal habt und der Kleber ist noch so ein bisschen, also der zieht sich so noch, so vor Fäden, dann nehmt einfach hier so ein bisschen Krepppapier, Kreppband, könnt ihr da drauf gehen und dann könnt ihr das super toll abziehen wieder noch. Nur mal so als Tipp. Ja. Und habt da nicht so eine hässlichen Ränder als wie ich hier. Wenn ich das jetzt noch länger drauf gelassen hätte, würde ich es nicht mehr abbekommen. Das war jetzt auch nicht der Plan, dass das jetzt da überquillt. Da habe ich wohl ein bisschen zu viel genommen. Also da müsst ihr dann drauf achten, wenn ihr mit Flüssigkleber arbeitet, dass das nicht so überquillt halt. Ne? Das kriegt man hier jetzt noch gut ab. Das sind jetzt gerade mal 5 Minuten oder so gewesen, wo das hier liegt. Ja, gut, ich mache mal kurz das sauber, ich mache Pause, bis gleich. So, ich habe es jetzt einigermaßen sauber, ich denke, das ist so in Ordnung, da kommt ja noch Füllmaterial rein, dann kommt ja noch ein kleines Motiv oben drauf geklebt. Genau, so, also ich zeige es euch jetzt mal hier an denen hier, da muss ich nachher ganz vorsichtig dann noch sein. Ich habe mir hier auch zwei Acrylplatten, also zwei Stempelplatten gelegt und habe hier auch meine Leimzwingen, glaube ich, nennen die sich. Und damit fixiere ich das dann halt immer. Na komm, hier ist nicht mehr allzu viel drin, glaube ich. Ganz wenig. Hatte mir den hier eigentlich auch schon mal abgefüllt in so eine kleine Dosierflasche, aber anscheinend habe ich sie nicht mehr. Jedenfalls finde ich sie aktuell nicht. So, und dann müsst ihr auch jetzt, ihr seht, sieht man es, dass da Kleber, ja, man sieht, dass da jetzt Kleber drauf ist. Und ich habe mir jetzt hier Laminierfolie durch das Gerät gejagt und habe mir die ausgestanzt, ging ganz gut. Ihr könnt natürlich auch abrecyceln, indem ihr irgendwelche anderen Folien benutzt, von diversen Verpackungen. Das geht natürlich auch. So. Hier war ich jetzt schon ein bisschen besser. Also es quillt nicht raus. Bin ich schon ganz zufrieden mit. So, und dann nehmt ihr euch halt das, was ihr als Abdeckung haben wollt, ob ihr es selber anmalt. Ich habe jetzt hier so bunte Glitzerfolie halt und macht dasselbe Spiel nochmal und klebt euch das auf.
Ich nehme jetzt hier meinen vorbereiteten. Ansonsten dauert es wirklich zu lange, weil man fummelt da wirklich eine ganze Weile dran rum. Deswegen finde ich es besser, wenn man ein größeres hat, dass man dann doppelseitiges Klebeband nimmt, um die Ränder vom doppelseitigen Klebeband zum Beispiel nicht mehr klebrig zu machen. Wenn ihr das alles aufgeklebt habt, könnt ihr ein ganz bisschen Babypuder mit dem Pinsel auftragen und dann kleben euch eure Schüttelelemente quasi auch hier drin dann nicht mehr fest. Ja, nur mal so als Tipp. So, da ich ja nochmal so ein Pinguin machen möchte mit Herzchen, habe ich hier so Fimo-Herzchen, so kleine, ich bin auch doof, kann ich auch gleich hinkippen, ne? So kleine Herzchen, rot möchte ich nicht, ich möchte das Pink und Rosa haben, Weiß kann damit rein, so, so, so. Such mir halt das raus, was ich gerne da drin haben möchte. So, passt schon. Zwei rosane. So, der Rest geht wieder zurück. Ja, also es ist ganz easy gemacht. Es dauert ein bisschen. Also ich habe alleine für das Ausstanzen, ich habe jetzt für 5 Gläser vorbereitet und auch gebastelt. Habe ich jetzt 1 Stunde fast gebraucht zum Ausstanzen. Also das ist so ein bisschen langwierig, sage ich jetzt mal. Dann kommt hier noch so ein Herzchen rein. Und, die Packung ist nicht richtig auf. Ich sehe schon, dass mir das hier gleich alles um die Ohren fliegt. So, und noch so ein kleines. Zack. Dann habe ich noch vom Diamond Painting hier so Steinchen über. Da kommen jetzt auch noch ein paar rein. Das macht sich gut für Schüttelelemente tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Einfach so frei nach Piep reingeschüttet. Und dann kommt noch ein bisschen Glitzer rein, als Topping sozusagen. So. Oh, wird schon reichen. So, dann mache ich das hier nochmal so ein bisschen so. Und dann natürlich den Deckel drauf. Dafür werde ich mir hier hinten jetzt wieder Kleber auftragen. So. Und dann muss das natürlich einen Moment lang anziehen. Ansonsten klebt euch, wenn da jetzt ein bisschen was überquillt oder so, klebt euch das Schüttelzeug da drin an. Also es dauert auch immer einen Moment, ehe das alles so fertig ist. Sag ich jetzt mal. So, kommt das oben drauf. Dann braucht ihr so eine Büroklammern. Ihr könnt kleinere nehmen, wenn ihr was Kleineres macht. Oder die hier, die sind vom Action. Die kosten knapp 1 Euro oder so. Also sind nicht teuer. Und ich nehme die ganz gerne dafür. Habe ja schon mal ein paar Paperclips gemacht. Ich weiß aber gar nicht so genau. Das ist schon ewig her. Aber jedenfalls nicht mit Schütteln. Ich glaube, da war kein Schüttelelement dabei. So, jetzt mache ich nochmal kurz Pause, weil das muss jetzt anziehen. Und dann sind wir gleich wieder da. So, das sollte gereicht haben. Jetzt ist das Schüttelelement so. Also es schickt schön, ne? Da ist eine Menge drin. Und durch diese Diamond Painting Steinchen habt ihr wirklich einen schönen Shaker. Shaker. Na, also dadurch hängt da nichts fest, ne? Weil die Ständchen sind ein bisschen schwerer. Also, was heißt schwerer? In Anführungsstrichen oben unten. Ne? Und ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders sagen soll. Irgendwie ist es zu warm. Es ist einfach viel zu warm heute. So, dann kommt dieser kleine Schatz da drauf. Halt, da ist noch so ein Klebepopel, sage ich jetzt mal. So, jetzt ist er weg. Klebe ich den drauf, auch mit dem hier. Der klebt auf der Folie einfach ganz gut. Wenn er denn rauskommt jetzt. Das war ein bisschen viel. Streiche ich das einfach so ein bisschen hin und her hier noch. Zack. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich in der Kamera bin, nicht dann verzeiht. Also Deko und so und das, was ihr reinmacht an Schüttelzeug, das müsst ihr wissen, was euch gefällt. Ich finde das echt cool. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht und hatte schon jetzt echt Lust drauf, mal wieder sowas zu machen. Aber das nächste Mal weiß ich wieder für mich, Notiz an mich. 1 Stunde stand es, ich keinen Bock drauf. Ich nehme dann irgendwas Größeres oder schneide mir das selber zu und macht dann mit doppelseitigem Klebeband das Ganze wieder. Ich habe hier noch so kleine Teile.
um das Glas oben noch zu, ja, richtig zu gestalten. Aber ob ich das mache, weiß ich gar nicht. Ich denke mal eher nicht. Das ist mir, das reicht mir so. Ich finde, das hat einen schönen Effekt. So, dann nehme ich mir jetzt hier meine Büroklammer, meine Riesenbüroklammer oder auch die kleinere, je nachdem, was ihr haben wollt. Und Heißkleber. Jetzt kommt hier, na komm, du bist doch so lange schon an. Jetzt. Dann kommt da einfach, das ist bestimmt wieder eine Luftblase drin. Ah, jetzt. Dann kommt da einfach Heißkleber drauf. So, und dann müsst ihr aufpassen, dass ihr hier nicht drüber kommt. Also, so jetzt hier quasi. Ich mal verteile mir das jetzt hier so ein bisschen damit. So. Und dann kann man hier nochmal so ein bisschen drüber machen. Keine Angst, das ist nicht zu viel. Es kann sein, dass es jetzt rausquillt, aber das ist halb so schlimm, weil solange wie der noch einigermaßen warm ist, der Kleber, der Heißkleber, kann man den problemlos abziehen. Also, ja. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. So, dann mache ich mir hier nochmal ein bisschen Flüssigkleber hinten drauf. Und dann bastel ich den ganzen Spaß hier zusammen. So, und da kommt es schon rausgeswibbelt. So, den nochmal ein Stück nach da ziehen. So. Jetzt mal die Seiten mit dem Flüssigkleber hier noch ein bisschen festdrücken. Der zieht ja recht schnell an. Das ist auch der vom Action. Ja. Also hier ist gerade der Wurm drin. Naja, gut. Was soll's. So, und hier kommt der Kleber so ein bisschen raus. Und ja, macht es nicht, wenn er noch komplett heiß ist. Wartet wirklich einen Moment ab, dass ihr es ertragen könnt, es anzufassen. Meine Heißklebepistole wird jetzt nicht ganz so heiß. Da ist das jetzt auch nicht schlimm weiter. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Aber das geht alles rückstandslos ab, solange wie das noch einigermaßen zu formen ist, das Zeug tatsächlich. Finde ich ganz gut. Ich bin aber auch nicht so hitzeempfindlich. Ich habe ja jahrelang mit sowas gearbeitet. Und die Heißklebepistolen, die wir auf Arbeit hatten, die waren wesentlich heißer. Und da hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht, aber wenn ich dann mal was abbekomme, dann empfand ich das dann auch nicht ganz so schlimm. Aber ich habe schon Leute gesehen bei mir auf Arbeit damals, die haben sich echt böse Brandblasen zugezogen davon. So, und dann, check, 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 ist dieser kleine Schatz schon fertig. So, den lasse ich jetzt aber noch ein bisschen aushärten. Und nehme jetzt mal einen anderen und dann zeige ich euch, anhand von was denn, ja. Ich nehme hier einfach diese Verpackung und dann könnt ihr das als Lesezeichen oder benutzen oder als Deko für ein Geschenk oder so. Also ist, ich finde es niedlich. Ne? Es klappt einwandfrei, man kann das irgendwo randümseln oder an einen Goodie Bag, an einen Loaded Envelope mit als Deko benutzen. Ja, dafür hatte ich die damals öfters gebastelt. Müsst ihr mal gucken in meinen allerersten Videos irgendwo mit bei, mit Loaded Envelopes oder so. Da findet ihr bestimmt auch so ein Paperclip von mir. Wahrscheinlich nicht mit Schüttelelement, weil ich nicht weiß, ob ich sowas schon mal gemacht habe. Ja, hier löst er sich so ein bisschen, sehe ich gerade. Entweder war nicht genug Kleber dahinter. Nee, da fehlte ein bisschen Kleber. Naja, muss ich noch ein bisschen nachmachen. Aber er klebt, also er ist fest. Also da müsste ich wirklich schon mit Gewalt jetzt ziehen, um den abzubekommen. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne ein Däumchen nach oben da. Und bis dahin, ich wünsche euch ganz viel Spaß und Kreativität, falls ihr das nachbasteln wollt. Und bis dahin, tschüss!